Führer. Dann ist die 9. Armee verloren. Wir werden die im Norden und Osten bis an den äußeren Verteidigungsring vorstoßenden Sowjetverbände in einem rücksichtslosen, mit aller Kraft geführten Gewaltschlag zurückwerfen. Mit welchen Kräften, mein Führer? Sagen Sie, Bosse, er soll kämpfen, wo er steht. Soll mit der 12. Armee die Sache unterstützen. Fegelei! Wenn unsere Kommunikationssysteme zusammenbrechen, wird das dann stündlich geschehen, denn... Ah, Monk. Echte deutsche Schicksalsschlacht. Hat die Korruption in unserem Staat möglich gemacht. Und jetzt das. Verraten. Verrat! Wir sind Soldaten. Wir haben unseren Eid auf den Führer geleistet. Sofort! Unter Eid ausgerechnet, Himmler! Soll der Eid uns daran hindern, selbstständig zu denken? Ein Versager! Mein Führer, wenn es in Berlin zur Schlacht kommt, wir werden kämpfen bis zum letzten Mann. Die müssen evakuiert werden. Ich verstehe Ihre Bedenken, Monke. Aber wir müssen auch da eiskalt sein. Wir können jetzt keine Rücksicht auf sogenannte Zivilisten nehmen. Mein Führer, bei allem gebotenen Respekt, gestatten Sie die Frage, was soll aus den Frauen und Kindern werden? Thank you.